Hallo liebe Angler, der Didi hier und zwar heute wieder mal vom Ufer und ich habe mir einige von euren Kommentaren zu Herzen genommen, denn viele von euch haben gefragt, Mensch, so einen Fluss mit Buhnenstruktur, den haben wir nicht bei uns oder die Buhnen sind ganz, ganz popelig klein und wie sollen wir dann an so einem Flussabschnitt, wo vielleicht nicht ganz so starke Strömung herrscht, unsere Fische finden? Und das machen wir heute. Ich zeige euch heute so ungefähr 5 Top-Angelstellen, die man so vielleicht mit dem bloßen Auge nicht sofort findet. Oder wenn man sie sieht, wird man gar nicht von ausgehen, dass das richtig gute Angelplätze sind, um Hecht, Barsch und Zander zu fangen. Und um das entsprechend auszufischen, habe ich auch 2 Routentypen mit. Eine Dropshot-Montage und eine ganz normale Jig-Montage. Die eine Route ist etwas länger zum Jiggen, zum Dropshot-Fischen eine etwas kürzere Variante. Warum Dropshot-Fischen? Dropshot, das werde ich euch in einem anderen Beitrag auch noch mal deutlicher erklären. Wenn ihr vom Ufer aus angelt, Dropshot ist eine coole Angelegenheit. Ich nenne es immer, es ist das Echolot für den Uferangler, weil damit fühlt man wirklich den genauen Konturenverlauf des Bodens, weiß, wo hart und weich ist und weiß auch dann, wo die Fische stehen. Also folgt mir in diesem Beitrag zum Fluss und ich zeige euch, wie ihr schöne Angelplätze findet, wo ihr Hecht, Barsch und Zander verhaften könnt. Eine der typischen Stellen in einem Fluss ist die sogenannte Außenkurve. Also eine Packlagenseite, so wie in diesem Fall, die dann eine richtig schöne Kurve so nach außen hin macht. Relativ unspektakulär, wenn man sich das so von außen einmal anschaut. Da ist keine Buhne, da ist kein Einlauf, da ist nichts, was irgendwie diesen Angelplatz als besonders erachtet. Aber er ist besonders, nämlich in dieser Außenkurve ist das Wasser relativ schnell tief. Das heißt also schon nach wenigen Metern vom Rand her, hier müsst ihr auch wirklich aufpassen, auch wenn ihr denkt, ach, ich kann noch einen Schritt gehen, ratzfatz ist es hier 2-3 Meter tief und das kann wirklich in die Hose gehen. Also diese Kurven sind immer sehr tief. Das heißt, ihr habt sehr viel Fisch auch direkt vor euren Stiefeln zu erwarten. Das also die letzten paar Meter kann es ganz interessant sein, dass da noch ein Räuber zuschlägt. Im Gegensatz zu dieser Kurve, zu dieser Außenkurve, die immer ausgewaschen ist, gibt es noch eine Innenkurve. Das ist dann die Seite, die auch häufig mit Bojen markiert ist für die Schifffahrt, damit die Schifffahrt nicht in diesen flachen Bereich reinfährt, sondern weiß, ui, hier ist es flacher, ich muss mehr auf die andere Seite fahren, denn dort ist das Wasser tiefer. Und genau auf dieser Seite befinden wir uns jetzt. Wenn ihr nämlich rüber schaut, werdet ihr dort eine Bojenreihe sehen, die das Wasser deutlich flacher markiert. Auch eine gute Stelle, allerdings eher am Abend. Und dann fische ich da gerne mit dem Wobbler oder mit dem Gummifisch nur eingeleiert. Das sind häufig flache Stellen, meist Sandbänke, wo man prima ein paar Meter mit der Warthose reingehen kann und dort entsprechend zu fischen. Aber wie gesagt, frühmorgens, am späten Abend top Angelstellen oder tagsüber vielleicht auf Rapfen. Aber ansonsten, wenn ihr auf Hecht, Barsch und Zander aus seid, sind die Innenkurven, die deutlich tiefer sind, die richtige Wahl. Neue Ecke, nämlich das ist die Stelle Nummer 3 und 4. Überall, wo es Einläufe gibt. Und in diesem Falle ein Einlauf mit einem weiteren kleinen Fluss, der sich mit dem großen Fluss trifft. Das sind Top-Angelstellen. Zander. Das sind richtig coole Ecken, wo sich nämlich entweder Strömung auf Strömung trifft oder wo eben Strömung mit ruhigem Wasser aufeinander trifft. Aber das ist Stelle Nummer 4 und die zeige ich euch später. Aber das ist erstmal das Resultat von Stelle Nummer 3. Strömung trifft auf Strömung. Ja, für so einen schönen Fisch geht man noch gerne ein paar Schritte ins Wasser bei der Landung. Das ist Angelplatz Nummer 3 im Fluss. Und zwar immer dort,
wo der große Fluss sich mit einem kleineren Fluss trifft. Ihr könnt das wunderbar hier erkennen. Der große Fluss, in diesem Fall auch etwas ruhiger von der Strömung, aber tiefer, geht hier so schön entlang. Und der kleinere, der etwas mehr Strömung hat, ist aber auch ein bisschen flacher, der küsst sich genau hier vorne. Und an dieser Stelle habt ihr einmal den flacheren Bereich hier hinter mir und der tiefere Bereich dort. Und der Trick ist, dass ihr euren Köder, egal ob ihr jetzt jiggt oder mit der Dropshot-Montage fischt, immer die Kante vom Tiefen ins Flache quasi hochfischt. Es bedarf ein paar Würfe, um genau herauszufinden, wo eben diese Kante verläuft. Aber so nach 3, 4, 5 Würfen habt ihr das raus und genau an dieser Ecke, da knallt's und da werdet ihr auch garantiert auch solche schönen Zander fangen. Ein Geheimtipp, immer dann, wenn der kleinere Flussabschnitt deutlich mehr Wasser führt, oft auch dann durch Regen bedingt oder durch Hochwasser ein bisschen mehr angetrübt ist als der große Fluss, kann es häufig sein, dass also die Fische genau an diesem Kehrbereich zwischen dreckigem Wasser und klarerem Wasser von dem großen Fluss sich aufhalten. Was ich dann gerne tue, ist, dass ich mit einem leichteren Bleikopf in das flachere, stärker strömende Wasser auf der rechten Seite reinschmeiße und dann quasi in das ruhigere Wasser hineintreiben lasse. So als würde quasi ein verletztes Fischlein oder irgendwelche Futterbrocken von A nach B rübertreiben und die Zander, die an der Kante unten stehen, kommen hoch und packen sich diesen Köder. Also durchaus mit den Bleigewichten ein bisschen variieren. Es kann sein, dass ihr an der Kante zum Tiefen hin mit 15, 20 oder 25 Gramm fischen müsst, aber in dem flacheren Bereich durchaus mit 10 oder mit 12 Gramm prima auskommt. Aber ihr müsst nicht vergessen, ihr habt keinen richtig dollen Bodenkontakt dadurch. Also ihr werdet ein, zweimal den Boden spüren und dann ansonsten ist es mehr ein Wegtreiben. Ihr müsst wirklich mit gehobener Rute nach oben schauen und dann werdet ihr merken, wie also auch die Strömung quasi euren Gummifisch so langsam peu à peu über dem Boden holpert und irgendwann werdet ihr so eine Ecke erleben, wo also die starke Strömung mit der schwächeren Strömung sich trifft und in dem Moment fällt dann auch meistens der Gummifisch etwas weiter runter und das ist der Bereich, wir sagen immer so Point of No Return, wo es dann eben kein Return ist, nämlich für die Fische. Das war die Dinnerbell. So, und wenn der Bereich abgefischt ist, und in diesem Fall ist er abgefischt, der hat nämlich auch einen Zander gebracht, dann wechsle ich den Köder durchaus zu einem etwas schwereren Gewicht. Und jetzt werde ich entlang der Kante zum Tiefen fischen, weil hier haben wir so ungefähr 2,5, knappe 3 Meter Wasser. Ein bisschen Strömungsdruck drauf, da fast gar nichts, aber da geht es runter bis auf 7 Meter. Und genau an dieser Kante möchte ich ganz gerne meinen Gummifisch, meinen Shetties haben. Und vielleicht knallt es ja auch ein weiteres Mal dort. Und dann nehme ich mir durchaus ein bisschen die Bewegung an der Oberfläche zur Hilfe. Man kann, wenn man genau hinschaut, wird man nämlich erkennen, dass die starke Strömung mit der ruhigen Strömung so an der Oberfläche sich so leicht vermischt, kann man wunderbar erkennen und genau dort muss auch der Gummifisch landen. Wenn ihr mal hängen geblieben seid, immer kurz Nagelprobe. Das heißt also nicht jetzt durch den Nagel durchbohren, sondern einfach die Spitze mal drauf. Und wenn ihr so kratzen könnt, dann ist die Spitze noch scharf genug. Und wenn ihr Piercings mögt, dann könnt ihr auch genauso gut mal das machen. Wenn das durchgeht und hält, ist auch in Ordnung. Kann nur ich machen, aber bitte nicht nachmachen. Gefährlich. Nur für die Fakire unter euch. Ja, und an Angelplatz 4 angelangt, brauchen wir einen leichteren Bleikopf. Denn auch hier, ähnlich wie beim Angelplatz 3, treffen zwei Gewässertypen aufeinander. Da war es der große Fluss, trifft den kleinen Fluss oder den Bach. Hier trifft der Fluss ein Stillgewässer. Ein Stillgewässer, in diesem Fall ist es ein Kanal. Kanal zählt zu Stillgewässer. Kann aber genauso gut ein Baggerloch sein oder irgendetwas, eine riesengroße Einfahrt, was von dem strömenden Gewässer, also vom Fluss, zu einem ruhigen Abschnitt wird. Und oft ist dieser ruhige Abschnitt sogar auch noch tiefer. Meistens ist dort ausgebaggert, weil die Schiffe dort hineinfahren wollen. Und da, wo es ruhig ist und wo sich das Ruhige mit dem strömenden Wasser wieder trifft,
Da müsst ihr sein, da muss euer Köder hin, denn da halten sich die Räuber auf. In diesem Falle fange ich erst einmal im ruhigeren Bereich an zu fischen und taste mich so nach und nach in den Strömungsbereich hinein. Und irgendwann werde ich dort den Punkt finden, wo ich mit dem leichten Bleikopf oder auch mit dem leichten Dropshot-Gewicht einfach nicht mehr rankomme. Und dann muss ich ein oder zwei Nummern schwerer wählen, um dann wieder gegen die Strömung arbeiten zu können. Aber in diesem Falle erst einmal gucken, wo dreht sich das Wasser und dann eure Würfe genau dort platzieren. Ja, und hier seht ihr im Hintergrund so typische Inseln, die sehr, sehr viele Flüsse haben, gerade in Deutschland. Denn hier bildet sich dann vom Hauptfluss aus so eine Rückströmung, so eine Art Rückzugsgebiet für Brutfische. Hier werdet ihr unwahrscheinlich viele Wasservögel auch wiederfinden. Wasser ist meistens sehr, sehr flach. Jiggen hat oft hier kaum Sinn, weil es oft nur 1 Meter, 1,5 Meter tief ist. Deswegen mit einem leichten Bleikopf gefischt. Teilweise nur 3 oder 5 Gramm, kleiner Gummifisch, so weit ihr könnt schmeißen und dann langsam einkurbeln, fangt ihr immer wieder mal einen guten Barsch, aber auch Rapfen sind hier und immer wieder auch den einen oder anderen schönen Zander. Gerade am Abend, wenn sie ins Flache kommen und hier zu jagen, durchaus ein Geheimtipp. Und ganz besonders wichtig, habt vor allen Dingen die Strömung im Auge. Denn auch obwohl dieser Bereich sehr flach ist, denkt ihr, es ist gar keine Strömung, aber auch da werdet ihr sehen, dass die Strömung sich bewegt. Kann man auch prima an diesen Krautfahnen hier vorne sehen, dass sie auch entsprechend der Strömung neigen. Und nicht zu vergessen, die Bereiche zwischen zwei solchen Inseln ist durchaus sehr, sehr flach. Das sind die Steine, die unter Wasser weiterlaufen. Wenn ihr das schafft, dort mit dem Jig hinzuschmeißen, durchaus mit einer Warthose ein bisschen weiter reingehen könnt, wenn es hier ein bisschen sandiger wird. Das sind sehr, sehr gute Abschnitte, wo immer ein paar gute Fische vom Fluss, vom Hauptfluss, rüber über die Steinpackung patrouillieren, um sich dort eine Portion Rotaugen, Grundeln oder Ukeleis zu holen. Und zum Schluss habe ich euch nochmal alle 5 Angelstellen im Fluss skizziert. Dort, wo ihr angelt, wenn es mal nicht um Bohnen geht. Und da wäre an erster Stelle die Außenkurve. Das sind diese Bereiche, die besonders tief sind. Denn der Fluss, wenn er von oben mit der Strömung hier gegendrückt, bildet in diesem Bereich einen richtig schönen tiefen Abschnitt. Oft schon wenige Schritte von den Steinen entfernt geht es schon richtig tief ab. Also hier braucht ihr teilweise gar nicht weit rauszuschmeißen. Hier wäre es viel wichtiger, schöne Parallelwürfe zu machen, um dort die Fische direkt an der Kante abzuholen. Denn dürft nicht vergessen, draußen wird die Strömung stärker sein und hier wird es etwas ruhiger. Nichtsdestotrotz ist es schön tief und ausgewaschen. Manchmal gibt es ein paar richtig große, dicke Steine, wo sich die Fische verstecken können. Und wenn ihr hier den Bereich abfischt, werdet ihr garantiert erfolgreich sein. Vis-à-vis auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr dann nämlich die Innenkurve. Die Innenkurve habe ich mal hier schon dargestellt. Das ist alles sandig, kiesig, sind flache Stellen. Und diese Innenkurvenbereiche sind auch nicht selten mit Tonnen abgegrenzt, sodass, wenn Schifffahrt entsprechend hier vorbeifährt, nicht auf Grund läuft. Und diese Abschnitte bringen vor allen Dingen am frühen Morgen und in der Nacht, wenn ihr mit Wobblern zum Beispiel auf Zander angelt, sehr, sehr gute Fische. Das ganze Jahr über, auch im Winter. Aber im Sommer könnt ihr dort zum Beispiel auch immer wieder mit Rapfen rechnen. Was auch eine sehr gute Stelle ist, ist auch da hier der Übergang. Also du hast das, oder ihr habt das flache Wasser hier und dort ist das Wasser etwas tiefer. Es geht ja nicht von vornherein so abrupt hoch, sondern ein bisschen langsam gezogen. Nichtsdestotrotz kommt es manchmal hier so von 3, 4 Meter so langsam auf diese Kante und dann bleibt es auf einem halben Meter oder einen Meter und geht dann hier hinten wieder runter. Dieser Bereich lohnt sich auf jeden Fall auch einmal abzusuchen. Häufig halten sich dort Fische auf, weil
in diesem Abschnitt das Wasser oft auch etwas ruhiger ist und sich hier meistens auch noch irgendwo Kraut und Ähnliches an Wasserpflanzen bildet, wo jede Menge Kleinfisch rumschwirrt, und da sind die Räuber natürlich nicht weit. Dann kommen wir zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3, mach mal hier das Nummer 1, das ist Außenkurve, Innenkurve. Dann Nummer 3 wäre der Einlauf. Und zwar Strömungsgewässer hier, kleinerer Fluss dort. Und hier treffen sich in diesem Bereich beide Strömungsabschnitte. Meistens ist der kleinere Fluss deutlich kräftiger von der Strömung als der andere, bringt auch häufig etwas trüberes Wasser mit. Und hier in diesem Bereich, da spielt dann die Musik, da treffen sich beide Strömungsbereiche, beziehungsweise da treffen sich beide Strömungen aufeinander. Da habt ihr auch die Vermischung des entsprechenden Wassers. Und hier werdet ihr am meisten Erfolg haben. Entweder fischt ihr den flachen Bereich hier runter mit dem Jig, bis es dann etwas tiefer wird, oder ihr fischt die Kante quasi hier parallel im Tiefen entlang. Oder wie gesagt, hier mit Fächerwürfen ins Flache und dann mehr und mehr auf diese Art und Weise mit der Strömung in das Tiefere von dem größeren Fluss rein. Das habt ihr natürlich auch, also wo sich zwei Gewässer küssen, habt ihr auch mit Stelle Nummer 4. Und zwar ist das entweder ein Kanal oder auch ein See, also quasi stille Gewässer. Hier trifft ein stilles Gewässer ebenfalls mit dem See zusammen. Und da habe ich euch gesagt, kann es häufig passieren, dass der See relativ gesehen zum Fluss tiefer gebaggert ist. Dieser Abschnitt ist meistens etwas tiefer gebaggert, weil die Leute, die dort meistens diese Sandfirmen haben, Angst haben, dass sich ihre Schiffe festfahren. Deswegen wird dieser Bereich immer wieder schön freigehalten und auch tief gebaggert. Dementsprechend habt ihr hier einen schönen tiefen Bereich, der es immer lohnt, ausgefischt zu werden. Und auch der Bereich hier bietet auch ebenfalls sehr, sehr gute Optionen. Und dann spielt es keine Rolle, ob ihr wieder nach oben, also zur Strömung hin fischt und dann mit der Strömung runter, oder mit der Strömung und gegen die Strömung ran. Also die beiden Bereiche, sowohl hier als auch da, bieten auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Und wenn ihr jetzt vorstellt, dass statt eines Sees wäre der Einfluss jetzt wie hier so ein Kanal, das gibt es ja auch die Möglichkeit, zählt der Kanal ja ebenfalls zu einem Stillgewässer. Und auch hier werdet ihr vorne immer einen Bereich finden, wo die Strömung sich ein bisschen dreht, immer wieder hin und her bewegt. Immer dann, wenn Schiffe rein- und rausfahren oder wenn dort das Schleusentor auf und zu geht, auch immer wieder ganz interessante Stellen. Und last but not least, das sind solche kleinen Inseln. Haben sehr viele deutsche Flüsse übrigens. Das sind kurze, kleine, langgezogene Inseln, die nicht weit von der Steinpackung entfernt sind. Oft sind es 2 oder 3 Inseln hintereinander, keine großen Inseln. Manchmal kann man sogar mit der Warthose hier auf diese Insel drauf und kann dort fischen, wenn es erlaubt ist. Ansonsten fischt man hauptsächlich vom Ufer aus und in Richtung der Insel. Eins dürft ihr nicht vergessen, auch wenn ihr die Inseln irgendwann mal nicht mehr seht aus dem Wasser, hier ragen sie aus dem Wasser heraus, habt ihr auch noch flache Stellen zwischen den Inseln. Das ist auch gewollt, damit das Wasser sich austauschen kann und vor allen Dingen, damit hier sich Brutfische und Jungbrut entsprechend aufhalten kann. Da ist es meistens auch etwas verkrauteter, gibt es jede Menge Futterfisch für die Räuber. Und dann sind die Stellen besonders interessant, die entweder hier oben vor der ersten Insel ist. Meistens ist das Wasser hier etwas tiefer, also den Bereich abfischen. Oder viel interessanter sogar noch ist der Bereich unter der letzten Insel, wenn die Strömung quasi in diese Richtung geht, den Bereich hier abfischen. Also durchaus in die Strömung rein und dann über diesen flacheren Bereich der unter Wasser weiterlaufenden Inseln bis in diesem anderen Bereich hier vorne. Also habt ihr quasi, hier läuft es etwas tiefer runter, wird es ein bisschen flacher und dann wieder etwas tiefer. Das sind sehr, sehr gute Abschnitte. Das ist Tipp Nummer 5. Jetzt habt ihr 5 richtig gute Stellen, vor allen Dingen immer dann, wenn es Buhnenangeln nicht angesagt ist, weil ganz einfach keine Buhnen da sind. Also ganz wichtig, dass ihr Abschnitte im Fluss findet, die sich von dem Rest des Flusses abheben. Er kann noch so monoton aussehen, irgendwo wird er dort diese Stelle haben, wo sich ruhiges Wasser mit starker Strömung mischt oder wo es eine tiefere Ecke gibt. Haltet eure Augen auf, ihr werdet sie finden und diese 5 Punkte werden euch sicherlich dabei weiterhelfen. An diesem Stelle nochmal Dankeschön für die Leute, die diese Frage gestellt haben und in die Kommentare geschrieben. Habt ihr weitere Fragen, wollt ihr auch entsprechende andere Sachen wissen,
Die beantworte ich euch gerne. Und nicht vergessen, es wird immer einen schönen Wechsel zwischen Bootsangeln und Uferangeln geben. Ansonsten wünsche ich mir viele Kommentare von euch, natürlich auch einen Daumen hoch. Erzählt es euren Kumpels weiter, dass ihr regelmäßig tolle Informationen gibt. Und wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare reinschreiben. Ich werde sie alle beantworten. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Angeltag. Es ist richtig geiles Wetter, auch die nächsten Wochen. Seht zu, dass ihr rauskommt, Fische fangt. Bis dahin, euer Didi. Tschüss.